So, machen wir ein Ovali. Grüße ins Ei. Ja. Dann setzen wir etwa hier oben an und gehen einmal rauf und machen so einen Halbkreis fürs Ohr, weil Elefanten haben ganz grosse Ohren. Super. Dann setzen wir vorne am Kreis an und gehen einmal gegenüber. Machen wir einen Strich gegenüber, aber, stopp. Und dann macht er eine kleine Kurve gegenüber. Ja. Und nachher wieder zurück zum Kopf für den Rüssel. Nachher setzen wir hier hinter dem Rüssel ein bisschen an. Gehen einmal gegen vorne mit einem leichten Bogen. Genau. Und wieder zurück. Mit Stosszähnen. Super. Dann machen wir oben noch ein Pünktchen fürs Auge. Nachher setzen wir hinter dem Ohr an und machen den Bauch einmal einen Kreis. Und bis zum Kopf rauf. Gut, und dann machen wir noch vier dicke Rechtecke für die Beine. Und dann machen wir unten an der Rechtecke machen wir noch bei jedem Rechteck noch einen Halbkreis, wie die grossen Zehennägel. Und ganz am Schluss gehen wir ganz innen am Kreis und machen noch einen Strich oben. Und fertig ist unser Elefant. Und schon sind wir fertig mit dem Elefant. Ich habe beim Schneiden gesehen, dass leider das Schwänzchen vom Elefanten nicht ganz getroffen ist. Aber es hat ja noch am Schluss ein Foto vom ganzen Elefanten, wie er dann aussieht. Und ich glaube, anhand von dem können wir es sicher fertig machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns doch das nächste Mal wieder. Tschüss!